Bier, ja, ist recht, ja. Du, Leni, ist die Müllerin schon auf? Nein, hab ich nicht gesagt, dass er allweil auf den Tisch gegangen ist. So fragt man jetzt auch gerade aus. Die Müllerin ist auch verheiratet. Sie ist übrigens nicht zu Hause heute Morgen. Seit sie das Auto hat, ist sie ja nur mehr unterwegs. Einmal da, einmal dort. Hat derzeit nicht viel übrig für die Wirtschaft. Ja, und für den Mauer nicht, habe ich mir sagen lassen. Ah, sie wissen mehr, als ich für die gute Herr Oberjager. So, da ist das Bier, Herr Oberjager. Schön. Oh, danke schön, Frau Wettin. Ich muss mich sowieso allen, weil ich muss gleich wieder weg. Naja, wenn die Müllerin da gewesen war, hätten sie es bestimmt nicht so alle bekommen. Was nicht? Oh, mich, was schon. Grüß euch, Leute! Ich habe eine Neuigkeit für euch. Eine große Neuigkeit. Ach, Maria, der Kilian, wenn ich den schon sehe. Wisst ihr, wer da ist? Ja, dazu habe ich jetzt keine Zeit. Bist du denn da ist? Genau nicht, aber du wirst es uns schon sagen. Jetzt stellt euch vor, der Bruder Martin ist wieder da. Der Bruder Martin? Wirklich fest? Ja, gerade habe ich gesehen, wie den Ort da zugestrampelt ist mit seinem Rad. Ja, und da macht es ein Aufsehen. Wieso halt da, der Bruder Martin? Der ist erst nicht so, denke ich. Sehr wichtig, dass er kommt, der Bruder Martin. Sogar äußerst wichtig. Ja, er war schon lange nicht mehr da bei uns. Ich weiß nämlich schon eine ganze Menge Leute. Der ist schon wieder hart geworden, bis er wieder mal auftaucht da im Ort. Bruder Martin? Ja, wer ist das, Bruder Martin? Ist das wer Besamterer? Ja, ich hab noch nie nichts gehört von dem. Ja, der ist noch ganz neu da in der Gegend, der Herr Oberjager. Ja. Da könnte unser Bruder Martin ein Fräulein ernähren. Ein Bettelmönch in der Zeit, der mit seiner fixen Zauberwelt für sein Orden. Nicht für den Orden, für die Armen. Und außerdem, da steht er allerhand von Medizinen und Reiten. Hat schon aufwendig einen Drang gekuriert, den sonst keiner mehr hat geholfen können. Ja, wer zum Beispiel hat er geholfen? Was meinst du, wenn der Bruder Martin nicht gewesen war? Ja. Vielleicht hätten wir schon begraben können. Ja, ich bin froh, dass er wieder kommt. Ich brauche schon wieder dringend was von ihm. Mir schaut's gerade auch nicht, wenn ich ein paar Pulver verpasst kriege von ihm. Na, Frau Wettin, was ist denn? Kriege ich von der Neuigkeit jetzt nichts? Gar nichts? Was willst du denn? Hab ich mir ja gedacht, dass da noch was nachkommt. Ich dürfte ihn nicht kennen. Also kommst du halt ein. Du toll, Frau Wettin. Sie gehen schon wieder, Herr Oberjager. Na ja, wenn er es geht. Ich hab die kleinen Bewegchen halt, aber die
können manchmal ganz artig werden. Ja. Aber wenn dein, ist es ja gar nicht. Ich freue mich, dass du da sagst. Weiter nichts. Ach so. Wirtshaus da. Ist alles gesund? Ich wohne ja auch. Ja, dein, der ist ja viel süß wie immer. Oh. Und scheinheilig auch wie immer. Ja, aber nur arm ist sie halt. So viel arm. Ja, ja. Da ist bleib's auch. Einmal im Geld schwimmen darf. Oh, macht nichts. Bei mir auch keiner was abknäppelt. Aber meiner Bitte, dem geht's bestimmt nicht. Ja, das ist immer größte Gaudi immer. Ja, hoffentlich bin ich gleich mal wieder dabei. Wenn's so weit ist, wenn du die Frau nicht so einlegst. Ja, und der Müll da hinten, ist da auch alles gesund? Oder hat sonst was? In dem Müll? Ja, wohl. Zum Zanzoli. Ja, ja, ja. Warum sagst du denn das so komisch? Stimmt gleich sonst was nicht? Oh ja, wo wollt bist? Du Kinder, sag einmal dein Zungen her. Was? Was hat denn mein Zungen mit dem Müll zu tun? Alter, aber geschwind. Ja, wenn du willst, zeige das halt da. Na, Antana, hast du was drauf liegen? Was du nicht rausbringen kannst. Ach so. Das ist scheinbar eine Krankheit in der inneren Umgebung. In der Müll etwa? Also, welchen Kindern? Was gibt's in der Müll? Ja, ich möchte nicht gern das Wort. Ich darf ihn ausrichten. Ja, ausrichten? Ich glaube nicht, dass man das noch ausrichten nennen kann. Was sowieso schon die Spatzen für die Dächer pfeifen. Stimmt's vielleicht nicht, was die Leute reden? Ja, wenn ich ja sowieso schon gehört hab davon. Ah ja, wer hat gleich einmal nachgeschaut, ob die Müllerin da ist? Nein, da kannst du nicht nachschauen. Das hat längst über alle Bärtscher. Hat sie nicht mehr aufgepasst. Und mit dem kutschiert sie die ganze Gegend umher. Und der Müller? Ah, der Müller, der hat ja schlaft wahrscheinlich noch. Was? Der schlaft noch? Ja. Jetzt doch schon bald zum Mittag leiten. Na. Ja, der hat sich wahrscheinlich den Nacht ein bisschen zu lang unterhalten beim Wirtshaus. Was? Das ist schon längst mal wie mal bei ihm. Ja, jetzt sag einmal, Kilian, wie ist denn das gekommen? Na. Ja, was? Die Müllersleute, das sind alle zwei Hektar in Hitzkeit. Wo keins nachgehen will. Ja. Und einer den anderen alles Fleiß tut. Seit Wochen sind sie jetzt so weit, dass kein Wärter mehr regnet in Alter. Ja, das ist schlimm. Ja. Was macht man denn da nur? Da helfen meine Kreitel und Ranken bestimmt nicht mehr. Wie das ausschaut, ist doch schon eine richtige Operation, völlig, ja. Grüß Gott, schön. Ich muss da vorhin meinen Hut irgendwo liegen lassen haben. Ah, ja, ja, da ist er ja. Was man nicht in den Kopf hat, muss man ihm in die Füße haben. Bitte, gell, komm. Ja, du Kilian, wer war denn das? Wohl ein neuer Oberjäger, los? Ja, so ist er. Der ist wie ein Wolf. Den kannst du jederzeit da treffen. Wie der am Dumpfschleich da auf dem Schafstall. Aha, spürt er meint, der Jäger erhöht auf da in der Müll. Ja, so ist es. Auf die Müllerin spitzt er. So, so? Ja. Spitzt er, der spitzige Spitzbub? Ja, und sie fürchten anscheinend gar nicht so ungern. Ja, ja. Jetzt verhört nur noch, dass der Müller eine hat, der nicht ungern sieht. Ja, das hat er. Na, war ist er da? Ja, der Frau, ja nicht von da. Wegen der Bequemlichkeit halber. Ja. Das Dienstmal ist es, die Dani. Aha, und das wiederum ärgert die Frau, nicht wahr? Ja, bleiben tut sie eh nicht. Aber was bleibt mir denn übrig? Sie hat sich schon lang kündigt. Aber das halt, kurz in der Mühle erst recht. Das Weibbild, das ist ja viel Schuld, dass der Unfall ist in der Mühle. Drum sag ich immer. Weißt du, kann ich Weiberleute nicht gearbeitet? Ja? Du Narr, Kilian! Ja. Woher wärst du denn nachher du? Ja, das ist auch wieder wahr.
Arbeit hat er für mich. Das kann ich mir halt. Du müsstest das ja besser wissen. Ob damals schon gerade Hochzeit gemacht
gegangen ist, ja. Rauli. Aber so lustig wie damals, wird es jetzt mal nicht mehr vorfinden. Wieso soll so dumm war, was die Leute reden? Bruder Martin, ich sag euch, mein Ehe ist mein Unglück. Na, Kerndinger, wird schon wieder werden. Das ist ganz bestimmt. Schaut nicht danach aus. Und wisst, Bruder Martin, ich mag sie ja gar nicht mehr. Die Zilli, die hat ja kein Herz für mich. Jetzt rächt sie es halt, bis zu der Ehe gekommen ist. Ja, ich weiß schon. Deine Mom hat sich die Müll nur unter der Bedingung vermacht, dass die Zilli heiratet. Weil sie ihr Patenkind war. Eim, es war so ein gewisser Zwang hinter der Heirat. Und sowas tut einmal nicht gut. Ich hab sie freilich gern gehabt, die Zilli. Einige Wochen nach der Hochzeit ist ja gut gegangen. Bis eine Cousine von ihr aus der Stadt mit ihren ganzen Verwandten bei uns auftaucht sind. Und mit dem der Unfried ins Haus gekommen ist. Von da an hat es nur mal einen Streit um einen anderen gegeben. Bis mir eines Tages gereicht hat und ich die ganze Sippschaft zum Teufel gejagt habe. Von da an hat es nur mal einen Streit um einen anderen gegeben. Bis es so weit gekommen ist, dass wir uns völlig aus dem Weg gegangen sind. Und jetzt? Jetzt fahrst du mit dem verflixten Auto in der Gegend rum und spült den Noble Madame. Ja, Kerndinger. Jetzt sag mal, wie ist denn deine Frau überhaupt zu deinem Wagen gekommen? Und zu was braucht ihr eigenes Auto? Bleib, bin ich gewöhnt. Ich selber hab mir gekauft. Hat gemeint, dass es uns wieder näher bringt. Dass wir wegkommen von der ewigen Hornerei. Aber seit einiger Zeit wirft der Auge auf den Oberjäger. Wenn das so weitergeht, dann wird jetzt ein Spät von den Leuten. Ja, jetzt seien wir nicht böse, Kerndinger. Aber da ist mein Auto gekauft. Das war wohl ein rechter Blödsinn. Das weiß ich jetzt selber. Ja, was soll ich denn machen? Soll ich sie wegnehmen? Ich schlag dir vielleicht den Fass den Boden aus. Na, vielleicht war es sowieso das Beste. Wir gehen jetzt wieder auseinander. Was? Rauli, das Beste war es sicher. Wenn es mir nur nicht so hart angeschenkt hat dabei. Ist gut. Bei der nächsten Jahrzehnt. Mach ja ein. Die Leine hat gesagt, der Bruder Martin ist da. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Das ist aber gescheit, dass er will gleich noch her zu mir kommen kann. Was sagst du, oder? Freilich, nur zu dir. Das versteht sich doch von selbst, oder? Als ob Erwin gewusst hätte, dass er Bitte an ihren Hof. So? Eine Bitte? Und die wäre? Ich verstehe es euch ja so gut aufs Kurieren. Und da habe ich halt fragen wollen, was ich mit meinem Hund anfangen soll. Das ist viel, wird mir alle dort meckern. Ja, kommt das schon der Säcker. Aber das mit den Spinnen, das war ja noch das Wenigste. Viel mehr gefreut habe ich mit meiner Kur, mit meinen Geschenkerten. Dem will mir durchaus kein Milch geben. Da wird schon wissen, warum. Ja. Ich komm noch alleine und schau mir die Viecher an. Das ist gescheit. Ihr seid so lieb zu mir. Das werde ich euch hoch anrechnen. Ich auch, meine Liebe. Ich auch. Wieso? Wie meinen Sie das? Nix. Dass mir die Ehe antust und mit deinen Sorgen zu mir kommst. Nein, ja. Und außerdem bin ich ja gar nicht dir zu lieb gekommen. So? Mein lieb den Nachbarn? Der Kuh zu lieben natürlich. Der Kuh zuliebe. Dass der Bruder Martin alle Weißbeißetteln macht, immer gut aufgeht, wie? Nicht so ganz. Der Mann ist mir nämlich wirklich ernst. Übrigens, Kerlinger, ich danke, dass man bei dir die Menge leichter aushöft. Werde ich bestimmt einmal erkenntlich sagen dafür. Wird das sicher einen Wirbel geben, wenn das Wetter so bleibt. Da spart sich der Knausel in der eigene Königin. Ich bin eine arme Witte, muss meine paar Kreuzer zusammenhalten. Überhaupt, weil ich Absicht habe, meinen Sitzbahn zu verkaufen. Was
wichtig, was das hier ist. Naja, man reit halt nur so daher, was? War dein Zinni gestern Nachmittag draußen beim Forsthaus? Wie ist ein Weisen im Vorübergehen? Als hätte ich sie da gesehen, in einem Unterhaltung mit dem Oberjäger. Aber ich kann mich natürlich enttäuscht haben. Meine Augen lassen schon gewaltig nach, musst du wissen. Wenn die Aldi nicht gleich verschwindet, reiß ihren Haxen aus. Mit dem Kauf von meiner Wirtschaft lass ich doch den Kopf sein. Du bist schließlich mal jung. Kannst du das Zement brauchen für deine Kinder? Ha jo, du brauchst ja gar vor nicht. Und wie es so ausschaut, wird er in nächster Zeit nichts unterwegs sein, oder? Ich hätte gute Lust. Langsam. Hol ich das heim? Jo, die Gosche. Ja, ist die Ordnung, ist die Ordnung, ist die Ordnung, ist die Ordnung. Wir die Gaudianer, ja, können die Hand erwürgen, die noch sein, es ist die Ordnung. Könntige Kränke im Auskalten. Da siehst du wieder, Kernlinger, wie wenig ich mir auf meiner Wanderschaftsfirma war. Was glaubst du, wie viel Leute das gibt, da ist ich gar nicht so fürchten vor meiner Bixen. Ja, Kim, geh mal rein ins Haus. Richten wir uns ein Jausen. Ein Weib ist zu der Zeit nicht da. Aber wir zwei werden hier selber auch was finden. Ich bin mein Lebtag ohne Weibsbild ausgekommen. Ich bin auch gerade nicht vom Fleisch gefallen. Na jo. Vielleicht gerade, da ist mein nicht. Schau, sie sieht sie jetzt nicht. Ich hab jetzt auch nicht gesehen, da ist auch noch was.
Frauli, eine Zigarre mit einer Bauchbinden ist immer was Besonderes. Sacher, Bauchbinden, lass mich so dumm reiten. Ja, aber jetzt trinkt man so einen auf, gell? Da bin's auch frei. Schmeckt's? Schmeckt schon. Das war jetzt schon. Jetzt. Ich schulde doch ja gar nicht. So, geh dir einmal.
Geschäft für dich. Ich kaufe gern euch ein Auto noch. Da, da wollt's teuer sein. So ein paar Schenken habe ich nämlich nicht. Ja, war so nur Spaß. Aber haben da die sowas nicht ungern. Zwei Ochsen kaufen die daher. Zwei Ochsen. Und was willst du denn raus? Moment mal. Ja, spür aus, ist das so wichtig? Wer wird's denn sitzt sein? So am Sotzen ist das keiner so. Ja. Grüß Gott, die Herren. Oh, ja, grüß Gott. Ja, ja, der Herr Kugler sitzt auch da. Ja, und böse drüber. Aber nein, von den Gentil. Aber die Kerlin ist ja ein seltener Gast in ihre eigenen vier Beine. Aber Gents, ein bisschen muss ich mich ja da auch umschauen, wie es ist anderswo. Immer zu Hause, das ist langweilig. Übrigens, morgen fahre ich zu meiner Cousine bei so Kindstag. Bei sowas darf ich nicht fühlen. Da wird getanzt und da ist ein Hex. Und außerdem wäre ich da ja als Taufpatin auch noch entsprechend gewürdigt. Bei der letzten Taufe war ich auch dabei. Da ist hochhergegangen, sag ich euch. Und ein Griss war um mich. Das war schon rein gar nicht mehr zum Aushalten. Fahrt sie mich hin, fahrt sie mich her. Von allen Seiten hat's mir gesagt. Ja, ist es so verwundert? Die Kerlingerin ist das fescheste Weißbild in der ganzen Gegend. Ja, da wird ein Steinkofen und ein Schirpenjagerweizung. Ja, da müssen wir ausstoßen. Trinkst du ein Glas mit uns, Kerlingerin? Freilich gern. Zum Wohl, schöne Frau. Zum Wohl, zum ja. Wohl. Zum Wohl. Jo, du trinkst mir nur zu achten Wein. Mir ist nicht einmal. Darf ich noch fragen? Wir müssen deinem Haus so schlecht aufgehen. Ich nehme früher gleich das Haus hingestellt. Euch ein Auto mit zwei Ochsen eintauschen, aber er ist nicht eingestiegen drauf. Ah, das kann ich mir schon denken. Das war aber auch zu billig, weil ich ja da gerade mit meinem Auto so viel aufsehen mag. Aber dann nicht wegen dein Auto. Denn sie sind ein Schmeichler. Ja. Aber stimmt's? Ich hab gehört, die beiden wollen uns jetzt für längere Zeit verlassen und in die Stadt sein. Ach, das wissen sie auch schon wieder. Ja, stimmt. Ich gehe jetzt auf einige Zeit in die Stadt zu Bekannten. Weil in der Stadt, da gibt's Theater, Konzerte, Bälle, alles Protest, was da bei uns sowieso nicht gibt. Ja, das ist aber schade. Oder kann man das noch wieder rufen? Nein, nein, das ist endgültig. Das steht schon fest. Ach so. Ja, dann muss ich mich aber heute schon bei Ihnen verabschieden, weil ich müsste nämlich morgen für eine Woche nach Kirchstetten. Ach, nach Kirchstetten? Wunderbar. Herr Oberjager, da können Sie gleich mit mir fahren. Weil dort ist ja die Taufe, von der ich vorhin gesprochen habe. Ja, das ist aber schon hier. Ja, so ein Angebot, das nehme ich freilich gerne an. Ja, du fährst nicht nach Kirchstetten, sag ich. Vielleicht bist du ja mit da dran niederkommen. Zilli, rat's mich nicht. Du fährst nicht nach Kirchstetten. Hast du mich verstanden? Ich sag dir, ich fahre. Und damit passt er. Das werden wir schon sehen, ob du fährst oder nicht. Steinkofer? Ja. Ich fühle uns gerade aus. Wir zwei? Wieso? Du willst doch ein Auto haben, oder? Ja, das war nur so ein Spaß. Wenn ich die Partie verliere, dann füllt das aus mit deinen zwei Ochsen. Einverstanden? Ja, wenn du es riskierst. Ich schon riskiere. Hey, wo? Ja, ich. Ja, klar, ich hol's auch. Christian, was machst du da? Bist du verrückt? Das geht ja da nicht. Ja, muss ich sehen, ob es geht oder nicht. Ein ganzes Bummel? Willst du Arsch füllen? Ja, passt da. Wenn ich die Partie verliere, dann füllt das aus. Ja, ja, ich hab so nichts zu verlieren. Du kriegst ja jetzt nicht mehr mal Vernunft an. Du bist ja nicht bei Kraus. Weiß ich nicht. Aber vernünftig wie jetzt, wo ich lang nicht mehr. Kauf ich wohl aus. Jo. Dass man der Weinsteif überhaupt aufhören kann. Gut, nein. Zu gut ausschleichen. Zu gut aus. Ja, das ist auch was. Ja, super.
Wenn ich zu der Robert aussage, dann sage ich auch Bell. Dann mag ich auch fertig, wenn es auch Mitternacht wird. Ich war. Wie viel reden wir dazu? Schau. Schau rein. Erst, wenn du drinnen lustig zugehst, hast du nicht Lust zum Mitmachen? Wird wirklich nicht danach. Und schau. So, schau, der Steighofer sitzt da drinnen. Ja, der tut wohl sein Quill, war heute Vormittag wieder begehren. Aber nichts für ungut, Kernlinger. Aber ob das gescheit ist, was ihr da gemacht habt, ja, das geht ihm jetzt zwar gar nichts auf. Aber das mit dem Automobil, ja, das war nicht gescheit. Richtig, der hat uns das Teil dann gedacht, das alle lachen im Eich. So ein Lachen von mir aus. Mir hat so ein Kram passt und nicht anders. Kann jedem Ort von seinem eigenen Bier gehören. Ich wurde was Dreck am Stecken haben. Schau, der Oberjager sitzt da drinnen. Beim Steighofer sitzt er. Aber recht freundlich sich macht er gerade nicht. Der Steiger, der ausgeschampi. Dann haben wir ein paar Felder vorgeschwommen aus seiner Suppe. Den muss er sich selber eingepackt haben. Ja, das Verbot hat's Kernlinge, das versteht sie. Aber das mit dem Automobil, nein, das hätte ich bestimmt einmal nicht gemacht. Na, jeder wird er glauben. Ich war halt die Hauptsache, der Garn sind weg. Na, ich komm gleich, ich bin gleich wieder da. Dazu. Vom Grünzerflop, da gehen ja die Grünen auch nicht. Bei uns taucht es so flop. Ich gehe noch mal ein Holz für diese Kinder mit meinem Mütter nachgewirkt. Ja, nicht nur manchmal spielt er ein. Tanz mit deinen Ohren. Mir ist heute wirklich nicht danach. Nicht so viel Zeit. Und außerdem will ich heute mit keinem anderen tanzen, als wie mit euch. Über die Ohren nachdenken, hängt doch die Feier doch an. Nein, was ist? Ein Dessert wird sie doch schon. Hey, wir sind doch nicht allein. Ach, der ist da. Was schleichst du auf dort herum? Das spüren wir, kannst du sein lassen, ja? Ja, nur nicht der Einzige sein. Ich könnte ja ein Gast sein, oder? Wenn es ein Gast war, dann darfst du drinnen sitzen. Der Kilian ist schon recht, so wie ja. Er ist. Na, was ist jetzt? Anhäuser, das kommt wirklich nicht auf. Na ja, dann gehen wir halt. Aber Freude macht's mir halt wirklich keine. Der kommt nur kaum. Ja, dann was ist mit dir? Mich will ich gar keiner bedienen. Ja, dann kommst halt ein. Hier ist schon was grün drinnen. Ja, aber wenn's mich da draußen in der frischen Luft viel besser schmeckt. Ja, lass halt warten, bis der Zeit für dich hat. Ich werde dir jetzt sagen. So, gehen wir. Jetzt haben wir nur das Weib im Land da. Dann gehen wir mal da. Das ist ja nicht rein die Potifar. Aber Jost und mein geht nicht rein. Da seid sie mir jetzt her. Und da möchte ich beliebt werden. Ob sie drum geht oder gerade. Ja. Hallo, Wirtshaus. Der Mischein, der sitzt auf die Ohrwaschen. Hallo, Wirtshaus! Na, no, na, no. Wer macht denn da gar so ein Spektakel? Na ja, ist ja eh klar. Je weniger wird der Gott, desto lauter macht er sich bemerkbar. Weil ich dich schon sehe, fällt mir sonst eh nichts mehr. Was willst du denn? Mein Assel, du bist ja die freundlichste Wirtin. Den wir ja immer so untergekommen ist. Ja, was wir schon wollen? Ein Wein natürlich. Ein halben Liter Wein. Hast du Geld? Ja, darf ich sonst bestellen? Bei dir hast du nichts. Was geht denn das dir an? Sag lieber, was er kostet.
selber auch trinkst, den besseren. Nicht der, von Essig fast lauter. Na, dem Herrn Kilian wird mein Wein wohl doch gut pur sein, oder? Das werden wir ja sehen. Ja, doch. Gut, das? Dankeschön. Herr damit. Was man hat, das hat man. So, und dem schiebt ich jetzt aus, damit der Essig dazu. Wenigstens weiß er, warum er gemeckert hat. Und die Welt stirbt aus. Ja, ich glaube ja so ein Fake-Feier. So, das hält jetzt auch. Ach, stell dich mal schießen da hin. Da drinnen ist überhaupt kein Platz mehr frei. Ah ja, da ist frei. Der Kilian sitzt auch noch da. Ist auch noch unterwegs. Die Frau, ich habe noch gar nicht lange feiern gemacht. Weißt, ich habe noch Arbeit gehabt für Kernlänger. Ach so, geht doch halt gleich wie mir. Haben wir auch gerade vorher die Kur für der Frauen angeschaut, die gescheckert ist. Wird wohl ein bisschen schwarz und gesund machen sein. Alte Knauserin hat ihr nämlich das Fressen schon ziemlich abgewählt. Ja. Ein bisschen Übung noch. Und sie gab es ganz auf, ja. So blöd kann nur weil man sein. Thomas Kilian, was hast du allein gegen Feinstuhl? Das verstehe ich nicht. So, ist der nicht blöd? Nein, nicht sein. Das ist schon recht. Aber da möchte ich in der eigenen Sache gehen. So, da so ist der Weinterl. Das ist ja das reinste Essig. Das hat mir der jetzt auch noch Pause, hab da ein Essig eingeschenkt. Mach dir nichts draus, Kilian. Mach den Wein wenigstens nicht so alt. Die haben wir schon zahlt. Ach so, also bist du also du, der Dumme. Und du sagst der Holmer, der ist ein Saulocker. Wenn ich nur wisst, was der Raum tun kann, mein gutes Geld. Warum so, Kilian? Warum so? Also, wer ist da? Du musst vorwarten können. Schließlich ergibt sich da einmal eine Gelegenheit. Und du kannst es dir anschauen. Nur nicht. Nur nicht. Na, schmeckt's denn das? Schmeckt ja großartig, Freunde. Ganz großartig. Kilian. Erstklassiges Tröpfel ist das. Ja, ja, der schmeckt ja doch ganz ausgezeichnet. Aber nur schade ist es, dass ich mir von dem nicht mehr leisten kann. Wirklich schade. Ja. Wie? Was? Mein Wein schmeckt euch? Da muss man rein oder die Flaschen vertauscht haben. Wie gibt's denn sowas? Ja, erst wird denn, du bist vielleicht kaum. Ja, freut's dich denn gar nicht, dass dein Wein dann so einen Anklang findet? Ja, ja, schau, ich bin nicht nett für uns. Ach, freilich, sonst nichts. Dann könntet ihr euch gerade leisten. Auskühlen wir dann sind sie nämlich noch einmal so gut. Ich stelle sie da her. Die Speckgeld. Das kann doch Gott so, wenn sie den verpflichtigen darf.
die Welt, meiner Zeug. Schade, dass ich die Kleine mit da lassen habe. Und ich jetzt einen Fuster gehabt, was er so klein. Ja, ich will so einen Speichknecht. Die Frau, ich will so einen Speichknecht. Die hat das Wurst und etwas in meinem Mann zusammen. Das geht mit meinen Finanzen, wir haben zusammen. Noch nicht. Den haben wir schon so. Du wirst denn? Stellen geht ihr nicht. Den haben wir schon. Hast du jetzt wohl noch? Jetzt kannst du was lernen. So erwürden. Und jetzt reichen wir von der Kur. Ja, jetzt reichen wir von der Kur. Die Geschenkerte soll sein. No. So, ich sag dir nichts als dieses. Das knödel mich und friss es, Kinder. Jetzt hab ich auch noch mein Geld gekriegt. Ja, danke. Hol mir ihn. Was ist denn?
wenn sie trotzdem draufkommt, dann in Demut sterben. Hoffentlich kriege ich eine schöne Leiche. Auf meinem Grabstein will ich eine Tafel mit meinem Namen. Philippus Würmer. Und drauf ist ein goldener Buchstabenstein. Sei immer froh und heiter. Kurz ist des Lebens Wahn. Hier, guter Tote Schneider. Sie haben seinem Toten denken können, dass er bei ihr zu finden ist, wenn sie im Wirtshaus aushilft. Wie
einst schon gesagt, dass soll gehen von unseren Anwesen. Ja, ich weiß. Aber der Christian hat's nicht zulassen. Wenn ich nur einmal einen Beweis hätte für seine Untreue, meiner soll, ich tat fortgehen für immer. Und bring ihn noch so allein wirst runter. Na, Zilli. Nur nicht verzweifeln. Wirst sehen. Es wird alles wieder werden, wie es ist gern. Wirst schon sehen. Vertrau auf mich. Ich hilf dir schon. Ja, Mut, wirklich, Bruder Martin, es könnte wieder gut werden, weil wir da gar nichts miteinander reden. Ach, alle wird's wieder. Vertrau nur auf mich. Aber ich geht nicht noch. Ha, ha. Hier wird alles warner nachgeben. Verlass, zeig drauf. Du kennst das, der Schatz. Schaut auf, wie da liegen. Das ist da am Himmel, das ist bestimmt ein Komet. Wow. Das kann nichts anderes sein. Schaut! Ja, da ist der Komet da. Schaut da, da ist der Komet. Ja, da ist der Komet. Ja, schau mal, das ist ganz saulig gemacht. Dann kommt der Komet und haben ja finden müssen, was? Sonst hätte ich nichts ausgekriegt bei dir. Ist ja recht, ja. Da? Ach, da geh ich wieder rein. Ah, nix da, Kernlinger. Bleib nur da. Da, setz dich nieder. So, und ihr setzt euch auch nieder. Ich hab euch nämlich was zu erzählen, was euch bestimmt interessieren wird. Na, alle weiter auf die Weg, wenn ich euch schon sehe. So ist es, Tag und Nacht. Ihr seht es ja. Ja, setzt euch nur nieder. Die Geschichte, die ich euch erzählen will, ist nämlich richtig entspannen. Hast du eine Geistergeschichte? Oh. Geistergeschichte? Na, das seid's nun halt. Geh rein, bring aus der Laternen, damit es ein bisschen lichter wird. Ist recht. Also, die Geschichte und diese Sound, da fahrt er im Guckloch da hin. Wo? Vor deinem Lauf? Ja, ich hab's nämlich vor einiger Zeit mit einmal im Klosterarchiv gestirbt. Und da ist mir just die Geschichte von deinem Guckloch da zwischen den Fingern gekommen. Da hab ich mir gedacht, die muss ich euch erzählen. Damit es nicht in Vergessenheit kommt, Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Spannend machen kann es der Bruder Martin. Ja, vor einiger Zeit hat da ein ganz wilder Waldmensch gekauft. Der war kauzgraub zu sein Weib. Ja, dann ist eines Tages hat sich einer gekommen. Der hat zaubern können. Das Weib von dem Waldmenschen hat sich der Zigeunerin anvertraut und hat gesagt, wenn nur eins von uns zwei mein Mann hat, ich sterben kann, damit endlich einmal eine Ruhe wird. Die Zigeunerin sagt, ich will euch helfen. Also pass auf, wenn du in der ersten Pfingstnacht beim letzten Glockenschlag um 12 Uhr durch das Guckloch da hinten innen rausschaust, du siehst deinen Mann, so wird man den innerhalb von einem Jahr ausgetragen in Friedhof. Siehst du aber selber? Da wird man dich auch bald ausgetragen in Friedhof. Marantana, und das Weib sich selber hat gesehen? Ja, das Weib? Ja, darüber schweigt die Chronik. Aber es steht geschrieben, dass man das Weib ein paar Monate später in Friedhof ausgetragen hat. Marantana. Ja, dein Verheil, Eheleid. Wer wissen will, wenn er nächsten Jahr sterben muss, der kann es ja ausprobieren. Also, damit übergebe ich euch das Wissen von das Buchlauf, damit ihr es weiter erzählen könnt, in Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Da kriegt man richtig eine Gantelhaut wie großen Saschen. Unsinn. Alles ein Unsinn. Nicht ein wörtliches Wort. Das habe ich nicht behauptet. Nein, ich habe nur erzählt, was in der Chronik steht. Mir war das Guckloch da immer schon so unheimlich. Was eine Zigeunerin sagt, ist allemal wahr. Ach, Unsinn, alles ein Blödsinn. Wird ihm zahlen. Ist ja schon alles gezahlt, hab sie schon erledigt. Ach so, na ja, dann gute Nacht. Gute Nacht. Feinstag, Nacht, mach sauer. Warte, Martin, schaut, er geht schon wieder fort jetzt in der Nacht. Ach, der kommt bald wieder, wirst sehen. Er kommt bald wieder. Jo. Geh, Leine, komm, schmeiß mir geschwind aus, wer da drinnen ist. Mir ist ganz unheimlich, fast habe ich auch Angst. Komm, schmeiß mir aus. Ja, mir ist
Kohle bis zu meiner Ruhe morgen. Was? Wie das? Wie das ist doch denn gar nicht? Jetzt? Mitten in der Nacht sogar unser Lohr? Na, Pauli, eine wahre Geschichte. Die war ja gruselig nur. Seht nicht wie Schlauter. Na, gute Nacht, mein Lohr. Gute Nacht, mein Lohr. Vor der Hochzeit hast du lieber, du mein Bester, du mein Bub. Nach der Hochzeit.
bei mir verküsst. Mein Zilli muss ja bald
Aber ich kann gar nicht reden drüber. Weißt du, wie ich war? Na ja, die Uhr geht schon richtig. Meine Spekulation mit deinem Gucklauf da hinten war's wohl auch. Martin, Martin, bist wohl ein Rechtskreuzköpfel? Ja. Dass ich ein paar neue Jahre um eine neue Unterkunft umschauen will. Ja, ist es
Ärgernis für den ganzen Ort. Alle kann einfach machen, deshalb soll er fort von da. Frauli, nur deshalb. Schau, Stanzi, du hast dann so einen guten Lappen zum Mann. Ja, hast das denn notwendig, dass du gerade wegen seiner Gutheit zum Gespött in der ganzen Gemeinde machst? Ja, außerdem tropfst du da seinen Namen. Es wäre deine Pflicht, den Namen in Ehr zu halten. Ja? Oder Martin, ich bitte euch, ihr gehört jetzt voll im Kloster um. Legt ein gutes Wertleib für uns beim Herrn Prior, damit alles beim Alten bleibt. Also, ich glaube nicht, dass das gehen wird. Unser Herr Prior ist nämlich ein ganz strenger Herr, der sehr viel hält für Zucht und Ordnung. Wenn ich euch aber verspricht, dass ich mich beißen werde, nicht ein böses Wort werde ich mir über meine Lippen bringen. Und auf Heinden will ich mein Philipp tragen. Na jo. Na, wie haben wir es dann halt? Also, pass auf, wenn du von heute an bis Johanni den Beweis lieferst, dass du ernst ist mit Bessern, so will ich mein Möglichstes tun, dass du da bleiben kannst. Bruder Martin, ich danke euch. Werdet ihr sehen, ich halt, was ich verspreche. Ja. Werdet ihr sehen, ich halt. Hoffentlich. Und damit es dir nicht gar so schwer fällt, habe ich für dich da ein probates Hausmittel. Ein Hausmittel? Ja, was denn? Ja. So auf die der Zankteufel packt, zahlst geschwind von 1 bis 10 und wieder retour. Bis deine Hitzen verflogen sind. Hast du verstanden? Ach, Frauli, das kann nicht so schwer sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Ah, hin geht's besser zurück, da dauert es ein bisschen länger. Ah, daran liegt's ja. In der Zwischenzeit ist der dein Zorn verflogen, verstehst? Mei, wird mir nicht schwer, wenn ich jetzt alle mal nachgeben soll. Also, merkst du, von heute an bis Johanni. 1, 2, 3, 4, 5. Einmal soll man nicht schimpfen, Teufel. Nix, Teufel. Voll hast sonst. Avanti! Ich war schon. Ja. Verhalt bis hierhin. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Da hätte ich ein Pflaster. Nein. Hoffentlich zieht's auch. So. Jetzt brauche ich für sie Mantel neues passende Trankel. Ha, ja. Ja,
Philipp! Der wartet mich! Macht ja gar nichts, dass du die Hosen ganz verbrennt hast. Ich war ja aber quasi schön. Macht gar nichts, mein lieber Philipp! Mein lieber Philipp! Da ist ja gar kein anderer da! Philipp! Wie scheint's? Es geht wirklich nie an! Was gibt's? Ja, was ist denn das für ein Dorn? Was? Ich wollte dich nur fragen, was ich dir heute kochen soll. Hab's gehört? Sie fragt mich, was ich kochen soll. Das kann nicht meine sein. Merkwürdig. Sie ist es aber da. Sven, was hast du mir jetzt so angeschaut? Ja, ich aus deinem Auge. Kann ich ausschauen, so viel ich will und so oft ich will. Dafür bin ich ja dein Mann. Wehe dir aber. Es schaut dir mal anders an. Oder hast du aber gar schon geliebt? Ja, was fällt denn dir denn ein? Was? Was? Wie viel hast du? Was zu 3, 5, 6, 7? Unter mir. Die Weiberleute steigen unter der Frau. Ja, voll dessen. Gilt halt das, was die Frau anschafft. Ja, aber das ist doch nicht euer Ernst. Es ist so. Und es bleibt auch so.
Die Frau hat gesagt, du gehst, also gehst. Das hat man der Frau, wenn man zu einem gut ist. Als ob auf dem Mannsbüder schon jemals ein Verlass gewesen war. Das passiert mir jetzt heuer schon zum vierten Mal. Einer schlei, einer wie der andere. Warum? Na, jeder glaubt, er war im Recht. Von nachgeben ist kein Recht. Und einer macht den anderen schlecht, so lang, bis es zu spät. Wie schön war es auf der lieben Welt, wenn alle sie verstehen, dass einer, wenn ihm was fehlt, kein zu dem anderen geht. Warum gibt's so viel Streit und Zank? Wer hat denn was davon? Warum? Find lieb so wenig Dank und das Herz so wenig Land. Also Kinder, seid doch gescheit. Das Leben ist so kurz. Ja, überwindet euch am Stuhl und seid lieb zueinander. Ja. Und was das wisst, kann eben die Meinterazit. Wir nehmen mit der ganzen Wucht meiner Persönlichkeit. Mit der ganzen Wucht meiner Ausstrahlung. Dafür einsetzen! Das ist mein Wort! Die Moral wieder kaum wert! Alles und zum Kusch! Und nur was Mannes hat zu bestimmen! Und verstanden! So wie die Verlierer! So wie sie schreiben es mir! So muss es werden! Genauso! Da haben wir uns nicht kennengelernt, der Philipp und ich! Am Augsmarkt! Du seid stark! Ein Männer überhöre ich mal nicht rein! Doch, rot mein wahrer Blüh, dass du was tun hast! Marsch zurück!
gekriegt. Mit Gorschein! Mit Gorschein! Mit Gorschein!